Und auch hier nochmal ein frohes Neujahr und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Edna bricht aus. Yo, der kleine ungeplante Feiertagsurlaub ist jetzt vorbei und endlich kann es weitergehen mit den Let's Plays. Aber ich muss euch leider sagen, Gott, ihr müsst, wenn ihr zu Silvester eine Party schmeißt oder auf einer Party seid, generell wenn ihr zu Silvester feiert, ihr müsst, bevor ihr heimgeht oder bevor ihr die Party beendet oder bevor ihr die Party verlässt, euer Alkoholglas austrinken. Das müsst ihr tun, denn es weiß jedes Kleinkind, dass wenn man das nicht macht und wenn man ein Glas mit auch nur ein Schluck übrig lässt und stehen lässt, hat man für das nächste Jahr einfach nur noch Pech. Und bei mir kann man es hier sehr, sehr gut sehen, dass man Pech hat. Also gut, ihr könnt es nicht sehen, aber ich konnte es sehr gut sehen. Alter, das Jahr, das beginnt richtig beschissen für mich. Aber egal. Das wollte ich euch nur sagen. Trinkt zu Silvester bitte eure Gläser aus. Sonst könnt ihr das nächste Jahr vergessen. So, ich habe jetzt hier sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich gespielt habe, das war letztes Jahr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir hier überhaupt waren. Wir haben den Typen freigeholt. Mit dem reden wir erstmal. Ja. Worauf wartest du noch? Los geht's! Wir brauchen ein Vehikel. Ich warte hier, bis Stimmt, du eins wir brauchen aufgetan ein Vehikel. Hast. Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ja, genau. Wälzt die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. Ja. Schlag euch weiter, wo... Ja. Jetzt weiß ich auch, wieso mir der Typ so unsympathisch war am Ende. Wie kommen wir jetzt an ein fucking Vehikel? Wir haben noch den Schlüssel. Können wir damit denn hier die Tür aufmachen? Das wäre ziemlich ja. Nice. Ja, geil. Dann machen wir erstmal alle Türen auf. Das ist ja der Generalschlüssel. Der sollte ja theoretisch alle Türen öffnen können. Dann machen wir damit erstmal alle Türen auf. Wir könnten doch damit sogar das hier aufbekommen. Wir kommen in unsere Zelle! Oh, cool. Oh, ich habe sie voll vermisst. Edna war hier. Und das so... Oh, schön. Oh, und der Smiley da in der Ecke sieht auch cool aus. Alter, chill mal, knall die Türen nicht so. So, da gucken wir mal, ob es in Dr. Marcells Büro noch irgendetwas gibt, was man aufschließen kann. Die Vitrine da oben doch zum Beispiel. Hm, der Schlüssel passt hier nicht. Schade. Ich probier's mal am Schreibtisch. Vielleicht gibt's da noch irgendeine Schublade. Hm. Der Schreibtisch hat keine verschlossenen Fächer. Schade. Gut, dann wird's ja wohl nichts mehr geben. Jedenfalls wüsste ich nicht, wo man sonst noch irgendetwas aufschließen könnte. Ja, dann schauen wir hier erstmal durch. Wobei, warte. Ja, geh. Geh. Geht das? Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen bräuchten wir keinen Schlüssel, weil alle Schlösser im Sonnenlicht zu Staub zerfallen. Ja, den Schlössern wurde der Schatten geklaut. Oh, gut, dann wären wir hier oben jetzt auch schon fertig. Geile Tapete hier im Übrigen. Hier gab es jetzt keine Tür, die wir nicht aufmachen konnten, glaube ich. Nee. Und Alter, wo führt denn der Strich hier hin? Ich habe eben gesehen, dass der aus meiner Zelle geht. Der geht bis runter. Chill mal, wie viel hat denn Edna da gezeichnet? Diese Kinder heutzutage. So, die Tür haben wir offen. Da müssen wir nichts mehr aufschließen. Und hier hätten wir ja auch alles. Müssten wir. Hier können wir den Schlüssel noch verwenden, ne? Und das sollten wir da runter jetzt. Ja. Ja. Geil. Oh, geil. Wir übernehmen die ganze Anstalt. Yay.
Och, ist das schön. So, hier fällt mir jetzt allerdings auch nichts mehr ein, was wir aufschließen könnten. Hier müssten wir alles haben. Im Klo wird es auch nichts mehr geben, schätze ich. Glaube ich. Ne, hier gibt es auch nichts mehr. In der Bar sollte es nichts mehr geben und da in den Hinterräumchen auch nicht. Und hier sehe ich auch nichts. Auf alle Fälle schon mal traurig, dass wir nicht mehr mit dem Wäschelift fahren müssen. Die Tür damit können wir nicht interagieren. Ich könnte nochmal da reingehen. Das würde aber überhaupt nichts bringen. Der bringt mich dann nur eine Etage weiter hoch. Hier gab es hier drin noch was. Sonst sehe ich hier jetzt auch nichts und hier gab es auch nichts. In der Küche scheint es auch nichts zu geben. Hier war nichts, was man nicht öffnen konnte. Hier könnten wir es noch probieren. Geht das? Ja, wir brauchen ja irgendwie. Ja! Da könnten wir. Ja, wir kommen raus! Die Freiheit! Ich bin endlich frei! Yippie! Yippie! Dann lass uns in den Zoo! Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist. Gleichzeitig? Och nein. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Wie sind da rausgekommen? Ein Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Das ist ein Problem, dass wir jetzt so einen Gegner haben. Einer, der ein bisschen mehr im Kopf hat als der Rest hier. Erstmal reden wir mit Pogi. Ja, ähnlich brutal wie der Generalschlüssel, den man in der Beschäftigungstherapie nicht mitnehmen konnte, hatte ich auch für diesen Raum eine Idee, um den Spieler nochmal so richtig schön zu frustrieren. Und zwar ist das ja der erste Raum, den man sieht, das erste Stück Freiheit, das erste Mal, dass man halt aus der Anstalt raus ist. Nicht genug, dass sobald Edna einen Schritt vor die Tür macht, Harvey sie auf das nächste Hindernis, und zwar auf die hohen Mauern mit dem Stacheldraht aufmerksam macht, sondern neben der Tür stehen auch 2 Mülleimer mit ganz vielen nachgemachten Generalschlüsseln. Also Edna ist wirklich nicht die Einzige, die so weit gekommen ist. Das haben schon viele geschafft. Offensichtlich ist die größere Schwierigkeit, über die Mauern zu entkommen. Tja, wenn sich der Spieler jetzt eingebildet hat, er hätte was Großes erreicht, wird ihm hier so richtig mit dem Vorschlaghammer einen Dämpfer verpasst. Sofern man überhaupt einen Dämpfer mit Vorschlaghammern verpassen kann. Darüber werde ich im Kommenden nochmal nachdenken. Willst du mich eigentlich verarschen? Genug gedeckelt. Das ist irgendwie ernüchternd.
Ich wünschte, ich hätte diese Tonne niemals geöffnet. Oh, yuppie du. Müsst ihr mich mit eurer Anwesenheit so deprimieren? So einen hab ich schon. Yay. Ich habe meinen eigenen. Wieso verbünden wir uns jetzt nicht mit allen und starten einfach nur einen Aufstand? Hulgor ist K.O. geschlagen und der Rest, den können wir doch alles gemeinsam. Wir bräuchten nur den Barmann an unserer Seite. Dann wäre der Rest auch kein Problem mehr. Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Zusammen mit Shirio und dem Barmann? Alter, also wir würden hier easy rauskommen. Der schreibt noch. Niemals! Der Poloschläger ist meine einzige Waffe im Kampf gegen das Unrecht. Naja, und ich? Captain Unbrauchbar kann durch seine kognitiven Kräfte den Müll trennen, ohne hinzusehen. Wow. Und Captain Unbrauchbar ist auch auf unserer Seite. Den bräuchten wir, dann wäre der Ausbruch kein Problem mehr. Lieber nicht. Sonst glaubt mir niemand mehr, dass ich ein Cop bin. Naja, du hast doch noch deine Uniform an, Edna. Nein, das brauche ich sicher noch. Nein, die brauche ich vielleicht noch. Irgendwie beängstigend, dass ich jetzt hier alles mit einem Mülleimer kombiniere. Am Ende Nein, schmeißen wir wirklich die brauche noch ich weg. Vielleicht noch. Und dann ist es wirklich weg, wie zum Beispiel Stuhlfried, der verbrannt ist. Ich werfe keine Lebensmittel weg. Das Lass mich ist richtig ausreden. Ich werfe keine Lebensmittel weg, solange ich niemanden damit treffen kann. Okay. Gut, das Nein, kam unerwartet, das ist aber natürlich auch richtig. Es ist ein Schlacht incoming. Nein, die brauche ich vielleicht. Das funktioniert doch noch einwandfrei. Das stimmt. Sowas sollte man auch nicht wegwerfen. Wie bitte? Ich soll mein Ticket in die Freiheit wegwerfen? Das ist jetzt also das Ticket in die Freiheit. Naja, damit könnte man vielleicht ein Auto knacken. Vielleicht könnte das gehen. Nein, ich will nicht. Nein, oh, den brauche ich sicher noch. Oh, super, dass das Game... Na gut, das brauchen wir jetzt nicht. Oder geht das? Was soll denn das? Willst du deinen Lehrmeister beleidigen? Als wir den Müll noch trennten, war ich euer Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Nur eine leere Meister-Proper-Tube, Darth. Da ist Dazu kein sag Platz ich jetzt für nix. Ein Autogramm. Dazu sag ich jetzt wirklich nichts. Nein, das brauche ich sicher noch. Da ist kein Platz. Jo. Nein, den brauche ich sicher noch. Wieso eigentlich eine leere Meister-Proper-Dose? Tube. Eine volle wäre doch viel cooler. Und... Dazu hätte ich nicht übel Lust nach dieser Ernüchterung. Aber ich behalte ihn lieber. Ach so, das war gar nicht der Generalschlüssel, das war der alte Schlüssel. So, wir können noch zur Garage gehen und hier runter. Dann gehen wir erstmal hier zu Ums Haus, wer auch immer Um ist. Um 12 haben wir es gleich. Das könnte dann die... Nee, das... Das ist der Gruppentherapieraum. Ja, genau. Die Gruppe ist fort. Und ich dachte immer, Programmierer essen nicht. Ah, die sind jetzt alle zum Essen gegangen, oder wie? Im nächsten Patch wird das möglich sein. Jetzt aber noch nicht. Im nächsten Patch ist es möglich, Fenster zu nehmen. Hallo! Olaf! Felix! René! Poki! Die Programmierer scheinen zum Essen zu sein. Da können wir dann nochmal in den Programmiererraum gehen, aber... Wobei, wenn die zum Essen sind, wir müssen ja durch den Speisesaal dafür. Es scheint nicht vorgesehen zu sein, dass man es öffnet. Und im Speisesaal wird es noch ein paar Leute geben und die suchen uns. Erinnert dich das Fenster an etwas, Harvey? Na klar.
Da drin hat doch die Gruppentherapie stattgefunden. Dahin will ich mich aber nicht zurück, Tempomorphen. Warum nicht? Es gab Kaffee und Kuchen. Echt? Gab es nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich bin hier für das Erinnern zuständig. Wenn es Kaffee und Kuchen da gegeben hätte, hätte ich mich sofort zurück tempomorpht. Wenn ich doch nur meine Fensterfarben dabei hätte. Was mir einfällt, wir brauchen noch Fußnägel. Ja. Sehr harter Fenster. Mist. Panzerglas. In diesem Bild guckt Captain Unbrauchbar Nachbarn beim Einparken zu. Wenn es Frauen sind, kann das ziemlich witzig sein. Oh! Ob das Fenster auf der anderen Seite verspiegelt ist, wie bei der Polizei? Wir finden es raus, wenn wir unseren nackten Popo daran reiben. Also niemals. Ach, wieso, Edna? Sei doch nicht so eine Spielverderberin. Wie ein rostiger Nagel auf der Tafel. Ihr könnt froh sein, dass ich das Geräusch... Obwohl, ich wollte jetzt sagen, ihr könnt froh sein, dass ich das Geräusch beim Schneiden runtergedreht habe, damit es nicht ganz so laut ist, aber vielleicht habe ich es jetzt auch ziemlich laut gedreht. Je nachdem, wie immer witzig ist. Ihr werdet es bemerken. Und jetzt wie ein rostiger Nagel auf der Tafel. Oh. Schön. Ich bin nicht Dr. Marcells Fensterputzer. Im Gegenteil. Du bist Dr. Marcells fensterster Albtraum. Oh Gott. Ah, da sind ja meine Sprüche oft schon besser. Ja! Ja, toll, das ist immer noch dasselbe Fenster. Wie ein rostiger Nagel auf der Tafel. Tut mir leid, aber ihr müsst die Qualen auch miterleben. Das ist ein Überwachungsraum und kein Drive-In-Schalter. Schade, das wäre auch ziemlich geil für die Anstalt, so einen eigenen Drive-In-Schalter. Hier fehlt so ein Telefon, mit dem man nach drin telefonieren kann. Das ist ein Überwachungsraum und kein Besucherzimmer im Knast, HW. Oh, ich dachte, das ist ein Therapieraum und kein Überwachungsraum. Ich meine, für einen Überwachungsraum müssen da drin ja eigene Server stehen, wo auf die ganzen Aufnahmen der Überwachungskameras reinlaufen. Oh. Das klappt nur bei Autofenstern. Wobei, man könnte es auch hier probieren. Wobei, nee, die Fenster werden fest in der Mauer drin sein. Ich glaube, er gehört zu einer Tür. Es gibt auch Glastüren. Vielleicht ist das Fenster eine. Da ist keine Unterschrift, die ich fälschen müsste. Hat das Fenster keine Unterschrift? Wenn ich doch nur meine Fensterfarben dabei... Ja. Okay. Das weiß ich einfach nicht oder sowas. Wenn ich doch nur meine Fenster... Ja. Das ist der Raum für die Gruppentherapie und nicht die Küche. Auch im Raum für die Gruppentherapie kann man was kochen, Edna. Ich glaube, er gehört... Ja. Wie ein rostiger Nagel auf der Tafel. Guck genauer hin, Edna. Der Nagel ist rostig. Oh. Nicht nur dieses grässliche Geräusch und jetzt auch noch sowas. So, wir hätten noch eine Vogeltränke, wo wir alles austesten können und... Das wär's, ne dann. Die Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Ist auch richtig so von den Vögeln, die sind wenigstens schlau. Oh ja, die Vogeltränke muss mit. Ja. Ich freue mich schon auf... Benutze Vogeltränke mit Dr. Marcells Schreibtisch. Ja. Aber was ist das? Meine Hände sind zu schlecht gezeichnet, um die Tränke anzuheben. Oh. Zapperlott. Störche nehmen nur komische Vögel. Poki, wieso tust du uns sowas an? Zeichne ein bisschen besser. Cheep. Du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Cheep, cheep, cheep. Chip, chip, chip. Wenn ein Schwan singt, schweigen die Tiere. Wenn ein Schwan singt, lauschen die Tiere. Chip, du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Oh, eine Vogeltränke.
Wollen wir Störche fangen? Ich glaube, es gibt hier keine Störche, Harvey. Oh. Was? Das kann nur eins bedeuten. Irgendwer will dann in unserem Revier. Naja, eher andersrum, denn das würde ich jetzt nicht als unseres Revier bezeichnen. Ich möchte so schnell es geht hier rauskommen. Putt, Storchis. Putt, na komm. Komm, Boot, hier ist das Becken. Na los, aber nee, ich will euch nicht hier in den Knast reinstecken. Wollen wir eine Storchfalle bauen? Nicht doch, Harvey. Störche sind selten. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Wir nehmen uns nur die harten Aufgaben vor, Edna. Wir sind keine Weicheier. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar vom blauen Vogel des Unglücks heimgesucht. So blauer Vogel des Unglücks. Ist das irgend so eine mythische Kreatur aus irgendwelchen Sagen, die ich nicht kenne? Bruder vom... oder Antagonist. Böser Bruder vom fliegenden Spaghetti-Monster. Wachtelmeister Edna Konrad vom Paraornithologischen Dezernat der Bundespolizei brütet über der Verdächtigenliste im Doppelmordfall Capule Montagu. War es die Nachtigall oder die Lerche? Okay. Ich hab meinen neuen Traumjob gefunden. Oder vielleicht noch nicht. Obwohl. Wollen wir eine Storchfalle bauen? Störche sind selten. Aber es wird doch nicht einfach für uns. Wozu? Das ist... Moment. Die Tränke ist tatsächlich warm. Die Störche können nicht weit sein. Ich hoffe, das ist jetzt auch eine Tränke und nicht was anderes, was, wenn man es oft genug gemacht hat, auch warm ist. Das wird den Piepsis schmecken. Sehr gut. Jetzt lass uns schnell verstecken, bevor die Störche kommen. Aber die Falle ist noch nicht gebaut. Ich mach das nicht, um Störche zu fangen, Harvey. Richtig. Es ist vollkommen ungefährlich. Besonders für leckere Störche. Wollen wir eine Storchfalle? Nope. Niemand hat... Die Getränkekarte der Vögel ist kurz. Trotzdem, im Vergleich mit der Abstellraumbar gewinnt die Tränke. Ich bekomme keine Verbindung. Nur so ein Piepen. Oh, bitte. Mann. Dass ich sowas schon sagen muss, das soll wirklich zeigen, dass zu viel ist. Wollen wir eine Storchfalle? Immer noch nicht. Aber jetzt kannst du es so langsam auch sein lassen. Vögel kennen keine Türen und Schlösser. Sie fliegen frei durch die Lüfte, singen ihre unbeschwerten Lieder und zerlasern ihre Gegner mit Todesstrahlen aus ihren Röntgenaugen. Ach ja. Ich liebe auch Vögel. Vögel sind toll. Keine Unterschrift zum Fälschen da. Die Vögel brauchen aber einen Lehrer, der ihnen das Schreiben beibringt. Ah, wir haben eine Unterschrift draufgegeben. Vielleicht habe ich einen Vogel, aber er ist niedlich und bunt und singt fröhliche Lieder. Ja, das ist unser kleiner Piepsi-Mausi. So süß wie ein Schnuffel. Piep, piep, kleiner Satellit, sag ihm, dass es mich noch gibt. Gute Idee! Nanu, was ist das? Mein Vogelfutter ist alle. Oh. Vögel kennen keine Typen. Das wird den Typen. Sehr gut. Ich mach das. Es ist. Aber natürlich haben wir wieder unseren Fußnagel abgebissen. So, hier kommen wir in den Garten, hier zum Wachturm, zum Forsthaus. Wachturm oder Forsthaus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch hier in den Zen-Garten und dann da in den normalen Garten und dann gehen wir einen anderen Weg lang. Ich mochte immer die Item-Reaktionen auf die Vogeltränke,
weil Harvey immer Störche fangen will und Edna versucht es ihm auszureden. Ich fand das irgendwie niedlich. Die Vorstellung, dass Harvey endlich einen Storch fängt. So, man würde es ihm schon irgendwie gönnen. Auch wenn Störche selten sind, aber es hat ja niemand gesagt, dass es einfach wird. Das stimmt. Wir schaffen das schon. Wir fangen uns einen Storch. Oh, was ist jetzt hier mit den Zen-Garten? Bleiben die Steine so? Da könnte man das vielleicht als eine Art Falle aufbauen. Mal schauen, vielleicht brauchen wir das noch. Dann geht's auf in den nächsten Garten. Ja, dieser Raum erinnert mich daran, was für ein absoluter Luxus war, halt alles selbst zu zeichnen und zu skripten. Nochmal irgendwie kurz einfach nur, um eine Harke aufzunehmen, nur ein einziges Item zu verstecken und nochmal die Mauer näher zu präsentieren, also das Hindernis, das Edna hat, einfach nochmal einen ganz neuen Raum anzulegen. Wenn ich dafür Grafiker bezahlen müsste und Skripter, würde ich den Raum mittlerweile wahrscheinlich eher weglassen. Da ging das noch. Schön. Ja, einfach alles selber machen, da kommt man am günstigsten weg. So, wir haben noch eine Mauer, die Hake, die wir mitnehmen können dann wahrscheinlich. Mehr nicht, dann... Das ist der erklärte Etappenfeind. Dich bringen wir auch noch zu Fall. Wenn es doch so einfach wäre. Man kann sie aber probieren, Edna. Du bist immer so verbissen. Sesam, öffne dich. So verschlossen. Das war wohl der falsche Spruch. Und ich habe immer noch nicht Aladdin geguckt, um herauszufinden, wie der Spruch hieß. Was hältst du von dieser Mauer, Harvey? Sie steht zwischen uns und der Freiheit. Damit hat sie sich den falschen Platz ausgesucht. Oh ja, sie wird sehr bald untergehen. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Die... Ich schwöre, das beweist nur meine göttlichen Fähigkeiten. Ich bin einfach ein Gott, hier konntet ihr es jetzt sehen. Ich habe das Spiel vorher noch nie gespielt. Oh lol. Da bräuchte ich wohl eher einen Presslufthammer. Schön. In diesem Bild klettert Captain Unbrauchbar über die Schallmauer. Ja, könnt ihr sehen, Captain Unbrauchbar ist fast auf mein Level. Der schafft sowas auch. Wenn wir auf der anderen Seite sind, rufen wir die Polizei. Aber was sagen wir ihr? Stimmt. Wir müssen erst herausfinden, was passiert ist. Wir müssen zu meinem Elternhaus und Beweise finden. Naja, oder wir machen einfach irgendwas, damit was passiert ist, und rufen dann die Polizei. Dann könnten wir die Polizei auch rufen. Da bräuchte ich wohl eher einen Presslufthammer. Wieso kein Pressluftmesser? Das geht bestimmt auch. Um hier einen Tunnel durchzugraben, bräuchte ich wohl eher einen Löffel. Mist. Den haben wir ja jetzt für die Tonerde abgegeben. Das ist jetzt schon blöd. Ich sollte nicht so zimperlich mit ihr umgehen. Das stimmt. Bestenfalls einfach einreißen. Oder sie lecker verzieren. Ja. Da bräuchte ich... Ich könnte natürlich einen Hilferuf draufkritzeln, einen Flieger falten und ihn über die Mauer werfen. Ich fürchte nur, es wäre wenig glaubwürdig auf der Rückseite einer Cocktailkarte. Man kann es ja mal probieren, Edna. Du darfst keine Möglichkeiten offen lassen. Hallo? Spreche ich mit dem Abrissunternehmen? Stein von Stein und Häuser Klein, Ihre Abrissprofis. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte da eine Mauer, die dringend abgerissen werden muss. Sorry, Mauern machen wir nicht mehr. Nicht seit diesem Debakel damals in Berlin. Die Beschwerdeschreiben verstopfen noch heute unser E-Mail-Postfach. Aufgelegt.
Kann ich verstehen. Obwohl, dann wäre ich jetzt nicht hier. Ah, scheiß Unternehmen. Da lässt sich nichts auf Kleider bügeln. Schade. Naja, man kann den Kleiderbügel dranhängen und dann Dinger nehmen. Ja. Naja, diese Mauer hat kein Schlüsselloch. Die einzige Öffnung ist das Haupttor da hinten. Da müssen wir dann versuchen durchzukommen, aber zuerst brauchen wir ein Auto. Dann gehen wir nochmal zum Schlüsselmeister. Kein Graffiti. Was für eine Verschwendung von Ziegelsteinen. Echt mal. Können sich nicht mal ein Graffiti leisten. Das schafft jedes Ghetto. Ich bin ein Müffel, gezeichnet Dr. Marcel. Ein Müffi oder Müffel. Ach, egal. Es stimmt auf alle Fälle zu Dr. Marcel. Ich könnte natürlich einen Hilferuf draufkritzeln, einen Fliegerfall und ihn über die... Ich fürchte nur, es wird auf der Rückseite einer unterschriebenen Anmeldung zur Therapie. Man kann auch das mal ausprobieren, Edna. XXX, oh, jetzt geht das Spiel auf FSK 18 hoch. Sie ist der Deckel vom Anstaltstopf. Ich werde dafür sorgen, dass Dr. Marcells Suppe überkocht. Einfach ein bisschen viel Salz rein. Ah, nee, das würde was auch. Ja, lass mal das. Diese Mauer hat kein Schlüsselloch. Ja. Der Anti-Zement-Fußnagel kommt leider erst in der Special Edition. Ach man, die soll ich mal mit der Special Edition ein bisschen beeilen. Es dauert mir zu lange, bis ich sie endlich habe. Die Hake lehnt an der Wand, als wollte sie gestohlene Uhren verkaufen. Das stimmt sogar, Alter. Das sieht aus wie so ein Typ, der auf so einer Shoppingstraße sein Billigzeug für monströse Preise verkauft. Und wir haben eine Hake. Hake, hm? Hast du nicht dieses Lied mit dem Kommissar gesungen? Passt. Das war Falco. Ach ja. Kapier ich jetzt nicht, was hat eine Hake mit Falco zu tun? Wenn das jetzt ein Witz sein sollte, dann war der etwas zu hoch für mich. Gut, wir haben es jetzt auch schon spät. Ich halte die beiden lieber getrennt. Ich hab mal gehört, dass Hasen Harken schlagen. Okay. Wenn ich doch nur noch weitere Stifte hätte, dann könnte ich prima parallele Linien zeichnen. Wenn ich's genau bedenke, reicht mir der eine Stift vollkommen. Naja, du könntest einfach Ketchup an die Hake dran schmieren, dann könnte es gehen. Die Hake ist nicht halb so cool wie mein Poloschläger. Darüber lässt sich streiten. In diesem Bild... Nee, das wollte ich gar nicht. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen radioaktives Urzeitlaub. Wow. Captain Unbrauchbar, jeden Tag ein neues Problem. Zum Glück rettet er unsere Welt. Hm. Schlechter Atem, struppiger Bart, Hakennase? Klarer Fall für Kommissarin Konrad. Es ist eine Harke. Wow. Kommissarin Konrad wird auch immer besser in ihren Job. In einem Schweizer Taschenmesser hätte ich all diese Funktionen in einem. Aber wenn du nur das eine Inventarobjekt hättest, womit würdest du dir dann die Zeit totschlagen? Naja, es kann ja ein Inventarobjekt sein, aber mehrere Dialogfelder für das Inventarobjekt. Sie gehören zur selben Familie. Wenn die Gabel groß ist, wird sie aber was Cooles machen. Nicht die Familiengärtnerei übernehmen. Sie könnte als Dreizack bei den Atlantern arbeiten. Yippie! Ja, oder sie arbeitet an einem Telefonmast. Nicht schlecht. Wie die andere Gabel, die wir bereits gesehen haben. So bekommt man keine Blasen bei der Gartenarbeit. Schon mal was von Gartenhandschuhen gehört? Verflucht! Die haben meine Idee geklaut. Und was soll das denn jetzt hier? Verpiss dich. Keine Ahnung, ob ihr das jetzt schon wieder sehen konntet, aber jetzt kam hier ein Skype-Feld hoch. Ja, die Hake. Wir unterbrechen dieses spannende Adventure für den Gaga-Gartentipp, wenn das Laub mal nicht rot genug ist. Ketchup auf die Hake. Geil! Aber scheiße, dass es jetzt auch noch so Werbung gibt. Wir unterbrechen dieses spannende Adventure für den Gaga-Gartentipp. Wenn das Laub mal nicht gelb genug ist, Senf auf die Hake. Gibt es zu Senf und Ketchup eigentlich immer dieselben Sprüche? Ist ja voll langweilig. Okay, das war nicht schlecht. Aber der Gaga-Gartentipp, den fand ich schon cool. Keine Chance. Daran beißt sich die Schere nur die Zähne aus.
Jetzt wissen wir, was die Germanotter vorher war. Die Hake steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem eine bekommen. Das Leben ist ein Online-Store und du kennst Papis Kreditkartennummer. Schön. Was fehlt in dieser Reihe? Hake? Telefon? Ich weiß es, ich weiß es. Die Logik. Ja, und die Reihe. Das stimmt. Es war ja nur eine Hake und ein Telefon, da war nirgends so eine Reihe. Diese beiden Gegenstände erinnern mich an einen Gedanken, den ich vorhin hatte. Was trägt die modebewusste Frau wohl diesen Herbst? Nur eine Hake. Klare Antwort. Blaue, coole Plüschhasen. Das geht natürlich auch. Also wisst ihr's. Wobei Herbst ist dort ein bisschen, bis er wiederkommt. Und am Ende laufen sie alle in solchen Lady Gaga-Kirby-Kostümen rum. Lass mal die Hake und den Schlüssel zusammenknoten. Lass mal erst unser Gehirn einschalten. Coole Antwort. Die Unterschrift der Hake ist leicht zu fälschen. Einfach ein paar parallele Linien. Na, versuch das mal hinzubekommen. Das kann ich mir auch so merken. Aber versuch das mal hinzubekommen, Edna. Diese Hake ist Eigentum von Dr. Horatio Marcel. Horatio. Therapeutisches Haken ist angeblich gut für die Psyche. Der Zen-Garten ist die perfekte Umgebung dafür. Okay. Diese Hake ist Eigentum der Abstellraumbar. Jetzt hat's einen Eigentümer gewechselt. Dieser Topf wäre auch ein prima Laubcontainer. Aber besser ist er als Topf. Oh, das heißt ja, dass wir mit der Hake zum Zen-Garten müssen. Ist da auch wirklich kein Laub auf meinem Schlüssel? Hm, nicht ein Blatt. Aber jetzt, wo ich die Hake habe, kann ich auch dafür sorgen, dass es so bleibt. Yes, unser Schlüssel wird für immer so golden glänzend bleiben, wie er ist. Die Hake lässt sich nicht zerschrauben. Oh, aber wir brauchen die Hake ja noch.